Also hinten sieht, wie gesagt, auch noch stimmt alles sauber aus. Also snipen kannst du. Ja, theoretisch könnten wir eigentlich mal einfach rauslaufen, weißt? Das ist das. Wir lassen die schön alles wegsprengen, weißt? Ja, aber die sprengen halt auch im Arsch der Welt. Das bringt den halt echt gar Ja, nicht. aber wir müssen abfacken, weißt? Facken, 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 fuck, fuck. Mach noch mal ein bisschen Muni, ja. Im Player gesehen. Ja. Aber Weil bevor da die. geht's halt wieder runter, dadurch, dass es die ganze bergauf fällt, runter geht's sich die halt nicht so gut. Ja, dann könnte man echt nur die schlechtere Shotgun nehmen und einfach PvP machen. Weil Kannst bevor du wir hier machen. weiter rumstehen, oder wir schnappen Giga, nee, die haben jetzt Turrets da stehen, ne? Das Ding ist, sobald halt wir tot sind, bringt es den theoretisch Zeit zu tanken, weil wir müssen erstmal wieder unser Zeug schnappen, erst wieder Ja. rausrennen. Und wir fucken die halt schon gut hart ab, wenn sie tanken wollen. Dadurch, dass sie die ganze Tabiate anschießen, deren Dings in Brand setzen, mit Kompo und Probe schießen, das tickt ja schon. Was sprengen die denn da? Oh, Turret schießt wieder. Auf den Player geschossen. Die sprengen irgendwo ganz rechts was. Ja, die wollen vielleicht beidseitig gleichzeitig kommen, das kann auch sein. Dass die wollen uns komplett einkesseln, dass wir nicht von der Seite kommen mit Gigas oder so. Stimmt eigentlich mit. Ja, Jetzt das haben ist wir schon es. wieder einen mit dem Turret getötet. Die laufen da irgendwie mal ohne Rüstung hin, sind One-Hit. Ja, ich weiß, ich merke schon, was wir noch alles machen können. Ja, wir können nachplacen, aber das ist doch doof. Nachplacen ist doof. Oh, die placen da vorne auf jeden Fall Foundations. Ja, die bauen sich weiter her dann, ne? Dass wir nicht da irgendwie abfacken kommen können oder so. Ne? Einzige, was du machen kannst, ist halt Turret Money scheinen, schauen, dass da immer noch genug drin ist. Ja, aber wir können nichts großartig mehr machen. Ne? Ja. Deswegen habe ich gesagt, Flint vorn weg. Wir können ja noch Flint farmen. Hier sind noch so kleine Steine. Ja, das lohnt sich nicht mehr. Ich habe aber noch 30.000 für Rockets oder so. Weil ich glaube, uns fehlen Rockets, glaube ich. Das könnte dann auf Im Dauer. Notfall muss halt einer schnell losfliegen, kurz hinten was holen oder so. Ja, Ne? das geht aber zügig. Sollte zügig gehen. Kann sich auch rausporten über einen Server und sowas. Ne? So, ich mach mal eine YOLO-Aktion. Ich die sprengen gerade nicht. Doch, jetzt haben sie genau in dem Moment zentral irgendwas gesprengt. Gibt uns halt immer bessere Möglichkeiten, auf die zu snipen, die sich jetzt nicht mehr hinter den Foundations verstecken können. Mal bin ich Shotgun oder Und dann zu einem hinterher. so. Nee. Läuft da, sehe ich das falsch oder läuft da einer mit einem Sind Turrets fucking irgendwie Scuba mittiger um? oder so? Sind Warte. Turrets. Ist hier gerade jemand rangelaufen an die Base? Ja, der ist an der Foundation hingelaufen. Ist gestorben oder nicht? Nee. Dann ist er Der leider noch. Doc kommt. Jetzt ist er gestorben. Der Doc Golem kommt, Wo nevermind. haben sie jetzt alle Turrets stehen? Wir können deren Foundations auch wegnehmen, theoretisch. Ja. Direkt an der Bubble stehen Turrets, direkt an diesem. Macht er, der werft da Steine? Ja. Der haut auf seine eigene Bubble ein. Ja, ich könnte echt noch eine Bubble bauen, eigentlich. Ja, eigentlich können wir es schon machen. Ja, einfach voll dreist noch meine hinstellen, was? Ja. Die lassen sich sowieso gerade schon wieder so viel Zeit. Dann fühlen sie sich vielleicht provoziert, mal wieder ein bisschen was zu machen. Der PT fliegt los. Hat einen Hit von mir, der PT. Ja. Er scoutet, ja. Noch ein Hit. Glaube, der hat mich entdeckt, ja. Ja, der hat mich auch schon gesehen. Aber wobei, bei mir wissen sie eigentlich, wo ich hier rumlaufe.
Wir laufen jetzt sowieso die ganze Zeit nur durch die Gegend. Ja, der hat mich entdeckt auf jeden Fall. Wirst du gerade angehört? Ja. Wo ist das Turret? Ah, da ist das. Auf dem Rock sitzt einer. Ah, der hat sich wieder geheilt. Der PT. Ist auf, ne? Ich könnte dich jetzt jagen. Ich glaube, der will dich grabben. Oder er tut nur so. Nee, was macht der? Der hat eine Behinderung. Ich glaube, der hat mich gesehen, glaube ich. Ja, aber der fliegt die ganze Zeit runter, Ja, weil grabbt. der weiß, er kann nicht näher rankommen. Das weiß er. Gut. Ja, aber es ist ja sinnlos, was er da macht. Ja, das ist einfach der. Da läuft ein Spieler. Kommt Turret-Hits. Kommt richtig dicke Turret-Hits. Der ist hinter der Foundation, hast du es gesehen? Der hat da Ah, gespawnt. das wollte er machen, okay. Der gestorben? Weiß ich nicht, ne? Hm. Oh. Was ist? Ich habe gerade aus in den Glider Oh, da ist gehört. auch ein Spieler, ja. Der Doc kommt. Pass auf, ne? Ja. Hast du Rocket Launcher ready? Ja, ich habe einen. Ich warte aber noch. Ne, die versuchen zu kiten oder so, ja. LOL. Player tot. Ich habe den Player getötet oben auf dem. Gar nicht so viel HP, ne? Der Rock? Ja. Ja, hat auch nicht. Er hat Entert your kurz orb, ein. aber wo ist denn der geentert? Ich sehe aber keinen. Ich habe kurz einen gesehen, aber jetzt weiß ich nicht mehr wo. Kann sein, dass einer auf dem Rock. Nicht, dass es hinter der Base ist, ne? Nee, das ist, glaube ich, der da vorne rumläuft. Weiß nicht, ob der Loot dabei hat, aber ich glaube nicht, ne? Hast du Hooks oder so? Ich will mal die Rüstung gerne von denen sehen. Die sind alle knocked, die da liegen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas dabei haben. Parasauro detected, der hat irgendwas gefunden. Oh, guck mal, Oh, hinten in hinter der Base. uns. Jo, die In der sprengen Base. hinten. Die aber. Wie zur Hölle. Einem PT oder sowas. Die hängen irgendwie hinten dran. Ja, die sind hinten dran, ja. Kannst du die grabben eventuell? Nee, nee, nee. Wir müssen mit Refund dringend hinten raus. Jo. Oder PT, wie es auch immer. Nimm PT und versuch die Spieler zu grabben. Ja, wir müssen da dringend die Mauer machen, ja. Alter, ich bugge hier. Wir müssen mehr Oh Turrets meine. aufstellen. Was haben die hier hinten gesprengt? Die unseren Bitte. Tower machen die auch vorne. Jo, soll ich vorgehen? Und du Ja, geh guckst nach dann. vorne, geh nach vorne. Ich guck hinten. Okay. Detected schon wieder. Ah, das ist der, ne? Geh nach vorne, ja. Bekommen den Spieler diesmal nicht tot. Ja, mach weiter einfach. Doch, jetzt ist er tot. Und vom links. Schon wieder. Was machen die hinten? Dass irgendeiner gerade vorbeigeflogen hat, Damage bekommen.
Vorne ist gerade ruhig, soll ich hinterkommen? Ne, ich versuche gerade hier mein Bestes, irgendwie. Komm mal. Oh, ups. Vorne ist gerade ruhig gewesen, ich habe gerade wieder den Typen gekillt. Hinten der Außer. Ich muss mehr Turrets hinten aufstellen. Wir werden es weiter hinten versuchen, ne? Alter! Wie viel K hat denn der gehabt, ey? Kommt schon wieder einer. Wieder ein PT. Ein Hit. Der ist abgestiegen. Ich fliege mit dem Fallschirm. Bist du hinten dran? Ja, ich bin der da unten auf dem Boden ist gerade, ne? Hat einen Hit. Oh, der Rock Drake steht vorne wieder, glaube ich. Muss man. Ich gehe vorne kurz gucken. Alter! Okay, vorne ist safe. Die haben ein Loch reingemacht, die haben ein Loch reingemacht. Okay, ich komm mal nach hinten, komm mal nach hinten. Komm. Ich muss eine Wand setzen. Oh, fuck. Mach auf. Ist offen. Ich muss eine Wand setzen. Fuck. Alter, das ist ein dickes Loch. Wie zur Hölle hat er da so ein fettes Loch dran gemacht? Hast du die Wand gesetzt? Ja. Ja. Der Generator sogar fast hier, ey. Scheiße, ich muss mehr Turrets aufstellen hinten. Ja, die schießen nicht gut genug nach unten. Wo sind eigentlich meine Hooks eigentlich geblieben? Ne? Alter, das ist gerade richtig risky, ey, von beiden Seiten auch noch. Ja, ich guck die ganze Zeit da vorne, was passiert. Der Elemental steht da zwar noch dumm rum, aber ich habe den Spieler gekillt, die haben da vorne jetzt nichts mehr gemacht. Seitdem, glaube ich. Ja, die wollen, glaube ich, hinten rein, ne? Ja. Ja, haben wir hinten jetzt guten Fortschritt gemacht. Ist kein gerade oder so, ne? Ne. Guck mal schnell Shadow Strike. Bläst du gerade Turrets? Ja. Okay, nice. Ich hab wieder irgendwas. Ne, das ist irgendwas von uns. Ah ja, der PT hier unten. Der flattert. Shadow Strike holen. Boah, das ist richtig intens, aber es macht dir richtig Bock. Bitte? Es ist richtig intens, aber macht dir richtig Bock. Ja. Nice. Ah, die machen vorne wieder irgendwas. Ich lauf schnell vorne. Du läufst wieder nach vorne, ja. Ja. Oh ja, die sind da mit dem Drachen gerade drüber geflogen. Vorne. Sprengen wieder vorne ein bisschen was. Aber nur wieder Foundations. Wusstest du, diese Ecke ist irgendwie ein bisschen risky. Der Doc kommt wieder zum Tanken. Ja. Das musst du gerade übernehmen. Ja. Dann nicht. Unsere Turrets haben aufgehört zu schießen. Nevermind, das laggt noch. Bitte? Hat nur gelaggt oder was? Er schießt gerade nur ein Turret. Echt jetzt?
Ja, aber der steht auch relativ weit weg diesmal. Wir versuchen halt auf mich zu snipen, wenn ich rausrenne. Jetzt läuft er doch wieder weg. Also die sind definitiv ein paar mehr Leute, weil vorne ackern ja auch noch die ganze Zeit Leute. Versucht das hinten gerade halt zu verstärken, ne? Er versucht auf mich zu snipen. Jo, mach du hinten einfach. Ich halte es hier. Beide Seiten saven so ein bisschen, ne? Mann, Alter, das ist gerade richtig anstrengend, ey. Ja, es wird genug Muni drin sein. Und der aimt mich ab. Hier, anderer Plan. An der Seite. Ich habe jetzt doppelwendig gemacht, die Seite. Oh ja, der Golem ist wieder weg. Ja, der dodgt mir. Ich versuche halt immer von der Seite dann zu laufen und mit Rockets auf ihn zu schießen. Der dodgt es. Na, ich komme dir gleich wieder helfen. Der Golem tankt wieder. Ich habe alles zweifach dicht jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ob der Grayson gerade bei dir da ist, ne? Ah, die tanken gerade hier wieder mit dem Golem. Komm nicht ran, weil der steht halt arschweit weg. Ja. Mal gucken, was ich jetzt hier mache, wie ich das am besten mache. Jetzt auch noch drei Rockets. Ah, wie hat der C4 platziert? Das frage ich mich ganz jetzt. Weiß nicht. Eigentlich nur. Oder. Ne, nicht an Dino, das darf er eigentlich nicht. Ah, die Blazen da überall von Dacians. Ja, ja. Aber ich glaube, so oft sind sie, glaube ich, noch nicht gestorben oder so. Der tankt halt in so einer Range, dass wenn ich hinlaufe, werde ich halt schon fast von deren Turrets gehittet. Und ich kann den Spieler nicht hitten, wenn der hinten, wenn der Dückwex ansteht. Deine Tower schon aus? Nee, noch nicht. Aber 3k Muni noch in dem einen hier Turret, ja. 4k da drüben, also die laufen langsam leer. Und wie viel Leben hat der Golem noch? Wahrscheinlich noch mehr als genug. Ja, okay, nevermind, der Golem hat noch 18k Leben. 18k, okay. Ja, von 40, von 50. Ich weiß auch nicht, was ich noch alles machen soll. Ja. Hier hinten in der Base. Golem läuft wieder weg. Wir heilen den jetzt wieder. Jetzt die Zeit, haben wir schon neue Rockets und da bei dir mein Rocket Launcher. Oh, der Generator ist aus, ist mir nebenbei mal aufgefallen. Das ist natürlich nicht gut. Nee. Aber wir haben ja den anderen noch. Du hättest eigentlich theoretisch zum Aufbauen hinten die Tech-Bubble anmachen können. Ah, soll ich das mal machen, ne? Ja, ne? Ja, mach die an. Ich mach das jetzt mal sicher. Dann kannst du dann du was machen, so lange noch. Und die würde ich auf jeden Fall kurz bevor sie kaputt ist oder so, würde ich sie ausmachen. Und die kommen wieder. Die kommen mit. Nee, vorne kommen die wieder mit Tapichada und mit Rock. Ja, warte, ich komme sofort. So viel in den Taschen gerade vom Reparieren und so. Oh ja, der Tapichada macht dann Turrets Damage. Echt jetzt, aber ich glaube auch nicht so viel, glaube ich. Oh, da ist einer tot. Ja, der Spieler auf dem Tapichada ist, glaube ich, tot.
Warte, snipen ins Gate. Ja, ich schieß schon drauf. Komm. Ah, die haben den gepfiffen. Oh, der ist fast im Arsch. Der PT ist wieder zurück. Die haben den Tabichar gepfiffen, ey. Fuck, ey. Der hat. Der Spieler auf dem Dings tot? Der Spieler auf dem Tabichar ist tot gewesen, glaube ich. Da sitzt jetzt aber wieder einer, oder? Oder pfeifen die den? Oh, ich muss mich mal vernünftig wieder ausstatten, ey. Tech-Shield geht aber hinten 4 Minuten hoch. Ach, die haben zwei Rocks, das erklärt so einiges. Ja. Also, so oft sind sie, glaube ich, noch nicht beim Raid gestorben, so wie ich das im Chat immer gesehen habe. Mit Gegenwehr sieht es halt anders aus, Jungs. Ja, Mädels, ja, die können gar nichts. Ja. Nix können sie, die spielen gegen zwei Leute und eine Base, die easy Raid war es eigentlich, weil da echt nicht viel steht. Wenn es gleich so weitergeht, nimmst du die gute Sniper. Irgendwie gerade nicht dazu komme die ganze Zeit hier. Das ist ja. Oh gut, das Ding oben ist das Tech-Dings. Kommen sie nicht mal ran. Ja, das ist mit dem Tech-Sheet, das hätten wir echt früher machen müssen, dran denken, weil da kannst du ja, entspannt dann einfach wieder aufbauen, weil die kommen da erstmal nicht hin. Die kommen jetzt wieder mit dem Rock und mit dem Tabichada. Ja, ich bin gerade hinten. Ein paar Sachen noch reparieren. Warum rettet ihr die Wall nicht? Wir wollen mal repariert da nicht, warum nicht? Dann legt das. Ich will wenigstens den Generator wieder anmachen. Oh, jetzt kommen sie mit Rock, Tabichada und Paris, ja? Und der Rock hat 60k Leben, der ist sogar noch stärker. Ja gut, ich beleuchte dich jetzt, glaube ich, tatsächlich. Ja, warte, ich komm. Oh ja. Irgendwo sind wieder drinnen. Die Turrets sind hart im Arsch. Der Rock steht direkt davor. Ja. Komm. Ist der Spieler drauf tot? Nee. Ich glaube nicht. Nee, da ist keiner mehr drauf, oder? Hier den Tabichada an? Ja, ich auch. Der Rock bröckelt schon. Der Rock ist gleich tot, glaube ich. Ja, nehmen wir mal, der hat noch 20k Leben. Dann hauen wir alles drauf, was geht. Aber der Dings ist fast im Arsch, der muss jetzt weg. Ich habe keine Rockets mehr, der Tabichada war ziemlich low. Ja. Ah, wieso geht denn der Spieler da nicht drauf? Das verstehe ich nicht. Also, die Dings, weißt du, was ich meine? Ich habe keine Rockets mehr. 10 gerade rausgeballert. Was sind denn das für Wände, bitteschön? Die Turrets laufen noch, ne? Teilweise. Ja, vorne wurde weggeschlagen. Die komplette Pforte der Hedge mit den zwei Turrets, die ist so. Ist die Muni überhaupt noch da? Die Muni runtergefallen, meine ich. Ja. Gib mir mal Deckung irgendwie so ein bisschen. Guck grad. Warte, dann kommt einer. Zu Fuß. Ja. Ich hab keine Rockets mehr, ne? Ja. Gleich mal rein. Dann musst du ganz, lauf ganz kurz zurück. Jo. Papiada kommt wieder angeflogen. Ich habe ihm direkt erstmal einen Hit gegeben. Ja. Erstmal direkt schon wieder ein 300er Hit weg. Also die Schweine sind halt viel zu OP, ne? Die healen das halt jedes Mal wieder hoch voll, das ist halt einfach nur, das ist halt, ja. Mm, die healen jetzt ihre kompletten Viecher wieder full life und dann kommt halt da wieder ein 60. Es geht ganze Zeit so weiter, ja. Ja, bis halt bei uns nichts mehr ist. Ja, und wir haben irgendwann keine Ressourcen mehr. Ja, wir können halt auf Dauer nichts dagegen machen und wir können halt nicht bei denen sein, weil die haben halt auch Tolles.
Und die haben wahrscheinlich da die Ressourcen, die sind uns halt die Ressourcen und Tames-technisch halt meilenweit überlegen. Ja, wir müssen nur den Tabajari versuchen, ja. Ja, der macht den Machen. meisten Damage. Die anderen tanken, ja. Da liegen so viele Leichen, ne? Ja. Aber warum machen wir so wenig Schaden? Das verstehe ich nicht an den Para. Was ist denn da los? Weiß nicht, wie wir noch gegen Para vorgehen können. Nur Compound-Pfeile theoretisch. Könnte, wie gesagt, wenn der Tabijara weg ist, dann ist das das Einzige, was ich machen kann. Darauf zu springen, C4 platzieren, weißt? Tabijara kommt von hinten. Wie von hinten. So. Der will von hinten kommen. Wo ist denn der denn in der Orbline? Pass auf, dass die sprengen hinten wieder. An dem Dings. Die machen an der Bubble hinten. Ja, ich weiß. Guck mal auf die Bubble. Und wenn die low Können ist. dann nur mit einem PT raus. Ein PT oder Refund. Schau aber auf die Bubble. Falls die low ist, dann Phase 1. Unter der Bladier. Okay. Low, ja. Wenn sie low wird. Ah, der schießt gerade nicht mehr. Wir versuchen zu grabben, weißt? Ja. Jetzt ballert er wieder. Er macht unten Schaden. Wieso macht er so viel? Aber an was hat er so viel Damage gemacht? Wenn du irgendwie einen Spieler drunter grabben kannst, ist er GG. Ich nerv die jetzt ein bisschen mit PTs. Mach das. Dann kannst du ja versuchen, die ganze Zeit runter zu grabben. Ja, aber ich muss die ganzen Waffen erst wieder ablegen. Mit ein, zwei Turrets außer Bubble noch sogar hinstellen, ne? Und hinten wieder am Werk. Ja. Vielleicht kurz auch hinterkommen von der Seite Ich habe ihn, durchgehen. ich habe ihn. Nice. Ne, Turrets. Jo, ist tot. Hast die Leiche? Die Leiche Weißt du, wie die hängt in der Luft. runterkommt? Ja, ich bin direkt unter der Ja, Leiche. Ich okay, sehe sie. mach. Die haben mehrere Tabijara. Da ist noch einer. Warte mal. Den grab ich mir jetzt. Alter. Der hat 64 C4 dabei. Ja, scheiße, wenn wir zu zweit oder so, ja gut, kann man nicht, so doof sind. Weißt du, was der für eine Rüstung dabei hatte? Ne, eine gute? Also, er hat denn. Oh mein Gott, wieso bin ich vergiftet? Weiß nicht. Bin irgendwie vergiftet. Und was? Weiß nicht. Was habe ich denn auf mir? Ein Virus? Warte mal, warte mal. Ich habe so ein Giftsymbol und. Metall, Polymer. Ja, hast du eine Rüstung von ihnen angezogen, die vergiftet war? Nee, aber das kann es nicht vergiften. Polymer. Scheiße. Wir müssen das Ding reparieren. Scheiße. Einer muss ihn ablenken gehen. Ja, warte. Oh mein, das ist nur am Dächeln und am Husten. Warum kann ich nicht reparieren, das Teil? Oh mein Gott, die sind damit. Was? Mit Drachen, Tapejadas und alles mögliche fliegen Hinter die der rum. Base? Neben unserer Base. Er versucht auf unsere Mauer zu schießen. Warum kann ich das nicht? Gib's mal auf. Alter, wieso bin ich denn krank? Irgendwas. Mein Gott. Okay, jetzt kann ich es reparieren. Wir müssen es gleich sofort wieder anwerfen, ne? Aber wir müssen diese jedenfalls fernhalten von der Base. Nicht da Ja. irgendwie auf irgendwas ballern jetzt.
Ich habe reduzierte HP. Ich habe jetzt noch 800 HP statt 1000 durch diese Kack-Cancer. Ich weiß nicht, was das ist, was mich da vergiftet hat. Wir haben erneut das Rüstung vergiften. Kannst der Rock kommen, Diener? Ja, wir müssen raus. Ich gehe aber kurz um PT. Bist du da? Ja, ich bin draußen. Scheiße, wo ist mein PT? Wo ist mein PT? Ich geh mit dem PT raus. Ist der Spieler runter? Nee, ich habe keine Killmeldung. Ist da einer da? Ich weiß nicht, ob einer drauf ist. Da ist keiner mehr drauf, glaube ich. Nee. Ja, da hat scheiße viel HP. Ich könnte nur einen Giga holen, das ist alles eigentlich, ne? Kann man den. Halten den Bärenfallen auch? Nicht, oder? Warte, schau dir einfach den mal an, ich hol mal den Giga. Da kommt ein Spieler angerannt. Der ist direkt, der ist close, der ist an der Foundation close. Gut, glaube ich jetzt mal ein Giga. Warte, ich bin auch. Mein Pix ist auch vergiftet von irgendwas. Ich muss mal kurz den Generator angucken. Ja, der ist einfach genug, okay. Ich hol mal einen Waste Giga, ne? Ja. Oh, die sprengen schon wieder hinten. Jo. Ich bin gerade. Ja, vorne steht halt noch der Dings. Der Golem. Guck du hinten. Ja, die sprengen wieder. Da ist. Ah, die ist schon wieder was kaputt gegangen. Scheiße. Soll ich hinterkommen? Ja, komm mal lieber nach hinten kurz. Nicht, dass er gleich reinfliegt oder so zufällig. Ja, der Golem macht halt vorne, tankt halt vorne.